Aber hört einer noch auf? Oh, nein. Es hört ja keiner mehr. Sollte man ihn vielleicht eben hochheilen dann? Zack. Ich tue euch nichts. Ich tue euch nichts. Ihr tut mir nichts. Ist da oben. Ah, ein Berg. Hm, geil. Was ist das? Ein Berg. Aua, Alter. Ich hasse Fliegen. Ich hasse Mücken. Ich hasse alles. Ich hasse mein Leben. Toll. Hui. Hui, hui, hui. Hui bui. Hui bu. Der Schloss geht. Uah. Also irgendjemand hatte heute was gegen mich hier. Ey, das ist ja aufnehmen, ey, das ist ja. Auch eigentlich geil, ne? Mit dem Wasserfall so. Kannst bis an den Berg eigentlich rangehen, über Wasser. Irgendwo höre ich Lavar. So Mr. Lavar. So Mr. Lavalarva. Au. Was ist das? Oh nein, hat da jemand... Oh nee, hat hier jemand Blödsinn gemacht beim Eintor oder was? Oh nee. Eintor, was ist passiert hier? Achso, keine Angst. Haus darf verbrannt sein. Ein Tor. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay. Das ist natürlich interessant. So kann man da nicht mehr reinlatschen. Das ist natürlich relativ eine gute Idee, übrigens. Na ja, gut, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich dachte gerade, ey. Jetzt gerade so ein bisschen Sorge, dass hier alles kaputt ist. Weil es sah nämlich echt gut aus. Was ist das denn mit dem Haus hier? Mit diesem... Nicht Haus, mit diesem Steintempel. Warst du das denn oder war das jemand anderes? Also, war das da an der Zeiten, wo... Wo geht's denn hier hin? Ja, ich sollte vielleicht besser wieder hochgehen. Weil ich glaube, hier werde ich meines Lebens nicht mehr glücklich. Oder je wieder rausfinden.
Ja, komm, wir gehen hier besser mal wieder raus. Ich weiß nicht genau, was es ist hier. Ich möchte jetzt auch dem Eintor hier nichts. Ich glaube, der hat ja Strip Mining gemacht. Typisch jetzt einfach mal. Ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Was natürlich echt mich gerade ein bisschen frustet, ist, warum denn da alles kaputt ist? Um sein Haus rum. Ob es selber war. Weil eigentlich habe ich immer relativ zügig, wenn da irgendwelche von den komischen Kiddies online waren, eigentlich relativ schnell immer ein Backup eingespielt gehabt. Was hat das eigentlich für einen Sinn, damit du da durchkriegst, oder was? Ja, ne, schmeiß doch dein Schwert weg, Mann. Mann. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig. War echt ein cooles Haus, weil der ein Tor hier gebaut hatte. Au. Das war sehr schmerzhaft gerade. Es wird schon wieder dunkel, das gibt's doch nicht. Bäh. Au. Okay. Ich sag mal, der Naga hat Langeweile. Oder viel Zeit. Mhm. Aha, er hat sich da so ein wenigstens mit Fackeln gekennzeichnet. Ich glaube nicht mehr, dass ich das bis nach Hause schaffe, deswegen. Liege. Eintor, was ist passiert mit deinem Haus? Was du da hast? Genau. Ein Fuchs. Der Naga cheatet, hat man gesehen. Aber kennt man ja nicht anders. Kennt man ja nicht anders. Was ist das denn hier? Ja, gucken wir uns mal demnächst irgendwann mal an, wenn man mal da ein bisschen Ziel setzen. So. Wenn man da ein bisschen mehr Zeit haben, etc. Warum vibriert mein Handy jetzt gerade wieder so? Achso. Irgendwie Twitch oder so. Das finde ich witsch. Mit dem ganzen Twitch.
Das ist ja gar nicht witsch. So. Na, ich will. Hallo? Da kommen wir bei Fair an der Farm raus. Ist doch schön. So, ich bin froh, ich habe Tropenholzstamm. Oh. Gehen wir besser doch hier durch. Ich habe Tropenholz. Tropenholz. Das macht mich stolz. Karte, die ist da drin noch. Die haben wir auch brav wieder zurückgestellt. So. Oh. Hier ist ein bisschen Holz nachgewachsen. Wir müssen auch mal hingehen demnächst und eine Holzplantage und so weiter. Das brauchen wir auch noch. Oh. Da muss ich noch Holz nachträglich setzen oder so. So, das können wir mal eben ganz schnell hier einmal ganz kurz schon mal wegmachen, den Rotz hier. Dann haben wir auch schon mal wieder Holz. Da könnten wir eigentlich demnächst auch mal so eine Holzplantage, habe ich ja schon mal von erzählt. Der Nager hat es sogar schon umgesetzt. Auch mal mit anfangen mit so einer Holzplantage. Wo wir gegebenenfalls auch direkt Tropenholz mit züchten und so. Und so ein Kram. Was nie verkehrt ist, ne? So eine Holzplantage. Ich meine, wir bauen die jetzt einfach mal hier so gegen. Was aber wahrscheinlich relativ sinnfrei ist. Und das ist ein Holzstamm schiefgewachsen. Ist der überhaupt hier von? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nö, ist der nicht. Oh, ich muss ja erstmal Sachen wegbringen. Das mal nebenbei. So, Eisennuggets haben wir ja unten nur. Hallo, mich runter. So. Hier kommen die Eisennuggets hin. Hauptzeug. Ich hatte auch schon mal einen goldenen Apfel. Wo ist der denn schon wieder hin? Das ist Zauberzeug. Ich tu den goldenen Apfel mal zum Zauberzeug. Die kommen auch dahin. Besondere Ausrüstung tue ich jetzt erstmal hier hin, weil ich nicht weiß, wohin damit. Reparatur. Ach, die repariert sich selber. Behutsamkeit. Das ist die uns der Eintor gegeben hat. Was ja relativ cool ist dann. Tropenholz, Eichenholz. Rohholz. Welche Eichenholz hier eigentlich mit direkt unterbringen. Dann müssen wir eigentlich mal gucken, wo wir unsere die Baumplantage und den Kakao hinsetzen. Weil der muss ja irgendwo auch hin. Das ganze Zeug muss ja auch irgendwo hin, wa?
Das hasse ich an den Bäumen hier immer so, ne? Wenn die so wachsen, ist es immer so grausig. Weil sie sind einfach viel zu groß. Da verbrauchst du mehr Spitzhacke, als das eigentlich was nützt. Ehrlich gesagt, das nützt dann meistens auch nichts. Aber er muss trotzdem weg, von daher. Ups. Hier ist ja bestimmt irgendwo noch Holz drin. Jetzt nicht direkt auflösen, wenn ich hier drauf stehe, ist immer so ein bisschen doof. Vor allen Dingen tut das immer so ein bisschen weh. Gut, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das ganze Holz da raus ist, was ich nicht glaube, aber. Flupp, aber hier hingerannt, da hingerannt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es Holz weg ist. So. Ja gut, den Baum hätten wir vielleicht lassen können, so am Wegesrand, aber... kann er trotzdem weg. So, hier mit dem Boot kaputt schlagen geht auch. Nehmen wir einfach mal ein ganzes Boot in die Hand. So. Hier könnte man eine Baumplantage machen, halte ich aber nicht viel von. Zumal ich würde übrigens gerne auch die Erde hier generell weg haben. Sollten wir vielleicht mal nachher eine Schaufel machen. Wäre vielleicht angebracht, aber ja gut, dazu später mehr. Flupp. Wir könnten unsere Baumplantage auch, wie du nimmst das Ei jetzt mit, unsere Baumplantage auch später irgendwo da hinten machen. Das wird auch, glaube ich, gehen. Da sind wir zwar ein bisschen weg vom Schuss, aber das macht ja nichts eigentlich. Wir könnten unsere Baumplantage auch hier machen. Ah, weiß ich aber nicht. Ferdinand, was machst du da? Naja, schauen wir einfach mal. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns... es hat mich irgendwas gestochen schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn wollt. Und dann, ja, rüste ich hier auch ab. Ich muss jetzt noch ein bisschen rendern und gendern und gendern und bändern. Und ja, auf jeden Fall ein bisschen was tun. Und damit sage ich, ciao mit V, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Und vielleicht ist das nächste Mal die Fee auch wieder mit dabei. Wer weiß es. Wie gesagt, ein bisschen Stress aktuell. Geht auf die Sommerferien zu. Der erste hat schon Ferien, weil er Schulabgänger ist. Dann steht ein Umzug bevor, etc. Pipe. Und ja, eine Ausbildung von der Fee. Auf jeden Fall vielen Dank und ciao mit V. Tschüss.